Freunde, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Wir haben Feiertag, es ist Freitag, ich liebe Feiertage. Ich befinde mich gerade in meinem alten Kinderzimmer, hier hängen überall schöne Fotos von mir. Und ich bin vor etwa 3,5 Jahren bei meinen Eltern ausgezogen und schon irgendwie ein komisches Gefühl, jetzt wieder in meinem alten Bett zu liegen. Guckt mal, hier kennt ihr die Bettwäsche. Das ist die geilste Bettwäsche überhaupt. Die habe ich auch zu Hause drauf. Die ist so kuschelig. Gestern Abend habe ich nichts mehr aufgenommen. Es war übelst entspannt. Wir haben schön Abend gegessen, haben ganz viel gequatscht. Ich habe dann abends noch ein paar Freunde getroffen und da wollte ich einfach nicht filmen. Und heute habe ich 1-2 Stunden Zeit jetzt. Meine Eltern sind unterwegs. Und habe mir gedacht, ich könnte mal nach Chemnitz reinfahren, in die Innenstadt und mal gucken, was alles Neues gibt, ob sich viel verändert hat. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit und mal gucken, was wir alles zu sehen. Schuh. Ach, ist das geiles Wetter in Chemnitz. Ich hoffe, meine kleine Stadtrundführung hat euch gefallen. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht, durch Chemnitz zu laufen und die ganzen alten Plätze anzugucken, die man von früher kennt. Es war damals eine echt schöne Zeit, wenn man sich zurückerinnert. Damals habe ich nur gesagt, Chemnitz, die alte Stadt, da ist nichts los, nur alte Menschen, alles scheiße. Aber jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, war es doch eine richtig schöne Zeit. Deshalb genießt eure Zeit, wo ihr aufgewachsen seid, ob das in der Stadt ist, auf dem Land. Genießt einfach eure Zeit. Ach Freunde, jetzt gucken mich natürlich hier die ganzen Fußgänger an, als hätte ich eine Meise durch ein Selbstgespräch mit einer Kamera führe. Aber das ist mir ehrlich gesagt richtig egal. Ich liebe das, was ich mache und deshalb mache ich das auch, egal was andere sagen. Aber für konstruktive Kritik bin ich natürlich zu haben. Denn jeder hat seine Meinung, jeder darf seine Meinung auch sagen. Freunde, ich würde sagen, das war's von dem heutigen Vlog. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, genießt das schöne Wetter, macht was Schönes mit eurer Familie und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Freunde, macht's gut!